Der Pinzgau ist seit eh und je der Strompionier im Bundesland Salzburg. Dort, wo einst Salzburgs erster Strom erzeugt wurde, spielt er auch heute für die Wirtschaft der Region noch eine wesentliche Rolle. Nach dem Ersten Weltkrieg entstand das Fuscher Bärenwerk. Als erstes landeseigenes Großkraftwerk. Es machte den Raum um Zell am See mit einem Schlag zu einem der am besten mit Elektrizität versorgten Gebiete Österreichs. Allerdings hatte Strom als Luxusgut mit erheblichen Absatzproblemen zu kämpfen. Nach dem Kraftwerk Bärenwerk folgte in den 60er Jahren das Kraftwerk Diesbach, das durch die rekordverdächtige steile Druckrohrleitung das Markenzeichen der Region wurde. Erbaut im Jahr 1964, gilt es auch heute noch als bauliches Meisterwerk. Die enormen Wassermassen, die über 700 Meter in die Tiefe stürzen, stellen bis heute für das Krafthaus und die Turbinen eine Herausforderung dar. Es war voll schlimm, wenn es keinen Strom gab, weil sonst könnte die auch nicht mit meinen Freunden über WhatsApp oder so schreiben. Dann könnte die nichts nähen und dann könnte die nichts backen. Mein Papa konnte dann nicht arbeiten, weil er Elektroingenieur ist. Und dann könnte die auch nicht Fernsehen schauen, also das war so schlimm. Und es gab auch keine Ohrringel und keinen Schmuck und man konnte sich die Haare halt nicht glätten oder lockig machen. Und dann könnte man auch nichts Haares bei einem Herd machen oder so, halt meine Mama. Wir wissen, dass wir in Zukunft mehr Energie benötigen. Das heißt, es muss auch mehr Energie nachhaltig in Salzburg produziert werden. Allerdings kann man Kraftwerke nicht an jeder x-beliebigen Stelle bauen und der Platz im Bundesland Salzburg ist größtenteils ausgeschöpft. Aus diesem Grund setzt die Salzburger AG auf die Flexibilisierung bestehender Kraftwerke, wie man am Beispiel Diesbach im Pinzgau nahe Saalfelden sehen kann. Beim Diesbach-Kraftwerk funktioniert es halt so, dass da oben ein Stausee ist. Wenn man halt Strom braucht, lässt man das Wasser runter. Unten ist eine Turbine und durch die Drehbewegung erzeugt dann halt der Generator Strom. Und der Strom wird dann über die Stromleitungen im ganzen Pinzgau verwendet. Und das Wasser, was halt runtergeflossen ist, durch die Turbine kommt dann unten in den Stausee, im zweiten. Und wenn man es wieder braucht, pumpt man es einfach wieder auf und kann es dann nochmal hernehmen. Im Frühjahr 2017 gab es für die Erweiterung zum Pumpspeicherkraftwerk den Spatenstich und den Beginn einiger Herausforderungen, wie wir noch sehen werden. Aber jetzt alles der Reihe nach. Ganz allgemein und global war der Zeitdruck, den wir hier bei diesem Projekt hatten, enorm. Also wir haben die gesamte Anlage vom ersten Spatenstich bis zur tatsächlichen Inbetriebnahme innerhalb von 1,5 Jahren abgewickelt. Also das ist die Zeit, wo man normalerweise ein Einfamilienhaus baut. Als erstes wurde mit den Arbeiten an der Pumpenhalle begonnen. Das Fundament wurde gemacht und das Gerüst der Halle gefertigt. Danach ging es schon mit der Lieferung der sogenannten Windkesseln los. Diese Windkessel sind in der Pumpenhalle situiert worden. Das sind über 20 Tonnen schwere Stahlteile. Die mussten wir über die Pumpenhalle einheben. Sie haben dann im Endeffekt die Funktion, Druckschwankungen auf das Rohrleitungsnetz zu minimieren. Und dieses Einheben der tonnenschweren Windkesseln war eine komplizierte Geschichte. Millimetergenau wurden die Kesseln an ihren Standort gehoben. Ein Nervenkitzel für alle Beteiligten. Im Herbst 2017 wurde der Stausee im Steinerne Meer entleert. Dadurch konnte man zum Stollensystem vorrücken und dieses mittels Sprengungen erweitern. Danach ging es ans Unterbecken.
Das Unterbecken hat die Funktion, das Wasser nach der eigentlichen Stromerzeugung zu speichern, um es später bei Bedarf wieder zum Stausee zu pumpen. Und das Besondere am Unterbecken, das wir da sehen, ist, dass es zu seiner Umgebung nicht abgedichtet ist. Das heißt, wenn wir mit dem Beckenpegel uns unter Grundwasserniveau befinden, ziehen wir Wasser aus der Umgebung ein, das wir zur Energiespeicherung zusätzlich nach oben pumpen können. Wenn wir uns dann mit dem Pegel wieder über Grundwasserniveau befinden, geben wir wieder Wasser an die Umgebung zurück. Das Becken, so wie wir es jetzt sehen, ist auf Stauziel und so haben wir einen Nutzinhalt von ungefähr 37.000 Kubikmetern. Im Turbinenbetrieb fließen maximal 4 Kubikmeter pro Sekunde in das Becken zu und im Pumpbetrieb können wir maximal 3,3 Kubikmeter pro Sekunde entnehmen und nach oben befördern. In der neu errichteten Pumpenhalle wiederum wurden 24 Pumpen zu einer Matrixpumpe installiert. Eine dieser Pumpen hat eine Leistung von ca. 1,23 Megawatt. Wenn alle laufen, bekommt man 3,3 Kubikmeter Wasser pro Sekunde Richtung Stausee. Das entspricht ca. 22 Badewannen pro Sekunde. Bei einem normalen Pumpspeicherkraftwerk installieren Sie eine oder wenige große Pumpen und Sie haben das Problem, dass diese Anlage nicht regelbar ist. Sie können die Pumpen entweder ein- oder ausschalten, aber nicht in ihrer Leistung regeln. Und wir haben hier ein komplett neues Konzept, das unseres Wissens noch nie angewendet wurde, zur Anwendung gebracht. Das heißt, wir haben 24 Pumpen genommen und durch Ein- und Wegschalten jeder einzelnen Pumpen hat man ein extrem hohes Leistungsband der Anlage und kann schnell und flexibel an die Bedürfnisse des Markts reagieren. Bis Mitte April wurden dann die Arbeiten am Unterbecken abgeschlossen. Büsche wurden gesetzt und für die Natur eine Ausgleichslandschaft angelegt. Es ist voll super, dass es Strom gibt, weil man dadurch Fernsehen schauen kann. Weil es Strom gibt, ist es voll super, weil jetzt kann man mit dem Elektroauto rumkurven. Ein Computer kann man benutzen. Seit Herbst 2018 ist das Kraftwerk Diesbach wieder im Vollbetrieb und erzeugt wie eh und je sauberen Strom für die Region. Danke, dass es in Pinzgau sauberen Strom gibt. Yeah!